Du gehst hier hin und Hope nobody needs this anymore. getragene Kampfhose. Oh. Ein Karton. Nähzeug. Das sehe ich jetzt nicht, ob da was ist. Bücher, Bücher, Bücher. Starting to weigh me down. Das wäre langsam schwer, ja. Mir doch egal. Du nimmst das mit, was ich dir sage. Stapel Papier brauche ich nicht. Kampfstiefel. Das wurde hier ein Soldat oder so, ja, der hier drin war. So wie das klingt. Can't have too much water. Water, water. So, was haben wir hier feines? Schmerzmittel. Und noch ein Buch. Hier noch unten irgendwas? Liegt hier noch irgendwas? Ist da noch irgendwas? Boing. Spaß außerhalb der Saison. Text lesen. Spaß außerhalb der Saison. Wir sollen außerhalb der Saison nicht dorthin gehen. Aber in der Nähe des Rätselsees kann man ausgezeichnet jagen. Der Wächter, was, riegelt den Park normalerweise über Winter ab. Die Hütten sind nur für den Sommer ausgelegt. Also bring warme Klamotten und einen dicken Schlafsack mit. Wir brechen ein, schießen ein paar Hirsche und schaffen dann das Fleisch in ein paar Wochen mit dem Truck fort. Slan holt uns an der alten Küstenstraße ab. Wir treffen uns am XX November bei den Seehütten. Komm alleine und bring Bier mit. In der Gegend fällen sie gerade ein paar Bäume. Also halte dich bedeckt. Also haben sie Wilderei gemacht sozusagen. So, so, so. Kleine Wilderer. Oder halt einfach Spaß gehabt beim Jagen. Gibt's ja auch. Gibt es ja auch. So. Jagdmesser, ja, habe ich nicht. Haben wir eine Hose gefunden? Was ist besser? Plus, plus, plus. 1 plus 0,2 plus 20 plus 7. Okay. Nehmen wir mal das. Und die zerlegen wir gleich. So. Was haben wir hier? Kampfstiefel. Die sind besser, neue Bergsteigerstiefel. Zerlegen. Da wird es bestimmt nämlich auch gleich dunkel. Zack. Haben wir hier. Plus 1 minus zerlegen. Und dann wird es auch schon dunkel. Dann essen wir noch was. Blub, blub, blub. Dann trinken wir noch was. Speichervorgang. Ja, das war jetzt hier die eine Hütte. Dann haben wir die zweite Hütte eigentlich. Dann haben wir noch die dritte, oder? In der dritte ist ja auch noch eine. Aber wie gesagt, ich werde erstmal wieder schlafen. 12 Stunden. Und dann klappern wir mal die Fischerhütten ab.
Was haben wir? Schon wieder fast hell. Wir trinken mal noch was. So. Könnte ja ein Bill jetzt critical werden. Komm, eh mal um uns aus. So. Gut. Und hier raus. Und da haben wir dann eigentlich noch dahin. Denn da haben wir an der Hütte noch und an dem Holzfällerlager haben wir, glaube ich, auch noch in. Ein Schlüssel. So machen. So, ich bin jetzt mal voll ganz mutig hier. Wie was, da kann ich sprinten. Was ist los? Was ist los mit dir? Eisendreck. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Komm. Ablegen, ablegen. Die Fischerhütten noch ein bisschen absuchen. Ich glaube, ich komme mir in den Regen in die Traufe hier, ey. Ich renne die ganze Zeit rum. Hier war auch noch. Da komme ich von der Richtung aus auch da lang. Ich glaube schon, oder? Ah ja. Da ist ja auch dann gleich hier das Geheimversteck. Mal gucken, ob ich da lang komme dann. Lass uns einfach mal ausprobieren. Wie, was, wo, was? Wo? Hä? Okay, hier war auch noch eine. Mensch. Nicht sprinten. Ich werde jetzt erstmal das Fleisch wegmachen. So, vielleicht. So. Immer noch nicht. Wird langsam kalt. Bei der Seehütte war ich noch nicht. Ich
Ich muss mal gucken, ob man hier hinten weiterkommt. Aber ich glaube nicht. Schöne Musik, ich werde mich ein bisschen wärmen. Ja, und sonst so? Bei euch so? Alles schick? Ich wärme mich gerade schön am Feuer. Ach komm, wir machen noch ein bisschen Wasser. So. So, aufgewärmt ist er. Eine Fackel haben wir, glaube ich, auch noch, oder? Oh, jetzt wird's ungemütlich. Gleich geht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das Wetter ein bisschen umschlägt. Aber irgendwie tut es das nicht. Ich habe aber auch keine Lust, bei dem Wetter jetzt hier den komischen den Geheimvorrat zu holen. Ich glaube, es hat ein bisschen nachgelassen. Ich weiß, es ist jetzt blöd, was ich mache, aber gut. So, hat es ein bisschen nachgelassen. So, also wie gesagt, die Hütte habe ich durchsucht. Jetzt gucken, ob hier nicht irgendwann Vieh gespawnt ist. Nee. Mal gucken, ob man hier weiterkommt. Aber ich glaube nicht. Oder? Können ja mal gucken. Ich glaube eher nicht, oder? Nee. Kommt man nicht hoch, oder?
nicht. Shit. Aber auch cool, wenn man den Ofen anmacht, dass das da rausqualmt. Das ist cool gemacht. Na, ich muss hier irgendwie rüberkommen. Entweder ich nehme jetzt hier die Abkürzung. Keine Abkürzung ist, weil ich ja nicht rüberkomme. Oder doch? Ich mich wahrscheinlich verletzen werde. Geradeaus. Oh, ich glaube, hier muss ich auch aufpassen, weil hier gibt es glaube ich auch Wölfe. Da konntest du irgendwie hochklettern, glaube ich. Aber gut, ich sehe gerade, wo wir dann hinkommen und was dann noch passiert. Also wir müssen jetzt noch Geheimvorrat entdecken. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Also bis dahin, euer Mittelfranz. Ciao.